Ja, hallo und herzlich willkommen zur NXT TakeOver Brooklyn 2 Podcast Review. Ja, NXT TakeOver Brooklyn fandet ja gestern, beziehungsweise heute in der Nacht statt. Und an meiner Seite ist der Micha. Ja, guten Tag, es war mal wieder Zeit für etwas Schönes, etwas Besonderes. NXT hat mal wieder eine größere Veranstaltung veranstaltet und ob sie enttäuscht hat oder ob sie die Erwartungen erfüllt hat, werden wir jetzt in den nächsten Minuten klären. Genau, das werden wir auf jeden Fall tun. Ich habe ja schon eine Live-Review gemacht vor ein paar Stunden. Jetzt quasi Podcast-Review, wo wir natürlich jetzt beide ein bisschen ausgeschlafener sind und natürlich auch ein bisschen mehr analysieren können, weil jetzt mittlerweile mehr Punkte uns aufgefallen sind, die wir gut als auch nicht so gut fanden. Aber man kann so viel am Anfang sagen, dass Brooklyn 2 nicht enttäuscht hat. Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Ich habe übrigens auch noch kein Match wieder nachgeholt, sage ich mal. Hast du dir noch ein Match angeguckt zum zweiten Mal? Bisschen, also nur leicht angefangen und eine Sache habe ich ein bisschen öfters geguckt, aber dazu werden wir später kommen, würde ich mal sagen. Man kann aber so viel sagen, mir sind aber ein paar Punkte schon mal aufgefallen, wo ich mir jetzt ein bisschen mehr Gedanken gemacht habe. Und ja, das ist ja immer so nach dem Wiederaufstehen, nach dem Pennen gehen, nach dem Pay-Per-View, da fallen einem dann auf einmal ganz viele verschiedene Sachen ein und auf und man liest ganz viel im Internet, was man überall rein interpretieren kann und ja, deshalb hast du jetzt wahrscheinlich eine vielleicht andere Meinung oder eine andere Perspektive auf die Sicht, wie du in der Live-Review hattest. Genau, eben, weil ich habe es auch schon selber gemerkt, in der Live-Review hatte ich auch sehr viele Emotionen dabei, die jetzt größtenteils natürlich draußen sind, was ja auch natürlich normal ist, was auch eigentlich auch gut so ist, damit man auch immer weiß, okay, hört man mich gut gelaunt in der Live-Review oder schlecht gelaunt. Und ja, deshalb ist es immer so ein kleiner Unterschied, ob ich jetzt eine Live-Review mache oder eine Podcast-Review. Was sich nicht verändert hat, dass ich das gleiche T-Shirt anhabe wie bei der Live-Review, und zwar das T-Shirt von Nakamura. Das rote? Nee, das schwarze mit der roten Schrift und ja. Ich hab das rote. Ja, Strong Style have arrived. Genau. Has arrived, genau. Ja. Gut, da würde ich mal sagen, fangen wir direkt an mit der Show. Angefangen hat es ja wie mit einem Hype-Video und dann quasi die ganzen Teilnehmer, die quasi ja Matches haben, haben kurz über Brooklyn geredet und halt gesagt, dass sie gewinnen werden. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr schön, der Anfang. Das stimmt. War halt das klassische WWE-NXT-Hype-Video für ein Groß-Event-Pay-Per-View. Genau, und angefangen hat es auch direkt mit einem Opener, was ich zumindest so getippt habe fast. Ich hatte ja zwei Favoriten gehabt, einmal das Tag-Team-Match und dieses Match, und zwar No Way Jose gegen Austin Aries. Hätte ich ganz ehrlich nicht erwartet, dass es der Opener wird, weil irgendwie, ich weiß nicht, hatte das Match jetzt nichts irgendwie, was ich gesagt hätte, ey, das würde ich als Opener nehmen. Ich habe nicht erwartet, dass es besonders geil wird, das Match. Ich habe nicht erwartet, dass da besonders irgendwas passiert, ist ja im Match eigentlich auch nicht. Es ist etwas Größeres nach dem Match passiert, aber selbst das Match selbst war jetzt eigentlich nicht so der klassische Opener, den man sonst immer gerne wählt. Also entweder ein Tag-Team-Match oder halt ein Debüt oder sowas. Mhm. Aber gut, ich fand das Match trotzdem ziemlich gut. Ich habe jetzt auch ein bisschen eine andere Sicht auf No Way Jose. Ich finde sein Gimmick immer noch scheiße. Aber ich weiß jetzt, dass er auf jeden Fall, wenn er einen guten Gegner hat, auch solide Matches zeigen kann. Denn das Match war wirklich echt schön. Beide haben ein schönes Back and Forth miteinander geliefert. Aries hat seine Trademark-Moves gezeigt. Suicide Dive, Last Chancery. Aus der ersten konnte Jose noch rauskommen. Und dann beim Finish dann die Sunset Flip Powerbomb vom Top Rope. Gefolgt von der Last Chancery zum Sieg nach knappen 11 Minuten. Was natürlich auch aufgefallen ist, dass Austin Aries sogar den Brainbuster angeteased hat. Genau. Wo ich gedacht habe, komm, jetzt zeig ihn nochmal, wäre ein perfekter Moment, aber wurde da nichts draus. Was auch natürlich auch aufgefallen ist, ist, dass beim Entrance No Way Jose over war als Austin Aries, aber sobald das... Nee, andersrum. Beim Entrance meine ich nur. Ja, da war Austin Aries ja wesentlich overer als Jose. Fand ich nicht. Also ich fand No Way Jose overer. Also, aber gerade wenn das Match losging,
Da hat man klar gemerkt, wer dann over war. Natürlich Austin Aries. So zum ersten Mal wirklich in NXT, dass er wirklich so over war. Ja, die Crowd hatte halt Ahnung. Das stimmt, die wissen halt, wer Aries, Austin Aries ist. genau, Aries ist halt geil. Übrigens, Jose hatte einen, in Anführungszeichen, Special Entrance. Er hatte eine kleine Polonaise auf dem Weg zum Ring mit ein paar Fans. Mit 15 oder 20 Fans ungefähr. Der erste Fan in der Reihe hatte erstmal ein Austin Aries T-Shirt angehabt. Das war natürlich auch sehr geil. Das hat perfekt gepasst. Absolut. Und ja. So viel eigentlich schon zu dem Match. Es war meiner Meinung nach wirklich ein guter Opener. Ja, war ein guter Opener, schöner Start in die Show. Die Crowd ein bisschen damit geweckt. Natürlich hatten sie jetzt nicht so ein Match gehabt wie Sami Zayn gegen Cesaro, aber das hat man, denke ich, auch nicht erwartet. Und war trotzdem ein schöner Opener, ein schöner Start in die Show. Und ja, danach ist aber noch was passiert. Genau, denn Austin Aries war Austin Aries und hat No Way Jose nochmal in die Last Chancery genommen, so lange bis die Musik von Hideo Itami ertönte. Austin Aries hat den Griff gelöst, hat komplett erschrocken zum Titan Throne geguckt. Er wusste jetzt gar nicht, was geht denn jetzt hier, was ist denn der Typ jetzt hier? Itami kam dann im Anzug raus, beide haben sich kurz gebrawlt. Itami hatte die Überhand gewonnen und hat, wo du gerade Brainbuster anteasen gesagt hast, hat endlich den GTS gezeigt. Nach sehr, sehr langem Anteasen, nach sehr, sehr langer Verletzungspause. Einmal hatte er ihn ja schon gezeigt bei einer Hausshow, aber das war der erste im TV gezeigte GTS von Hideo Itami. Und zwar der Erfinder des GTS war es natürlich, Hat Hideo Corey Itami. Graves auch natürlich nochmal groß erwähnt, dass er der Erfinder des GTS ist. Was natürlich auch richtig ist. Den hat ja CM Punk quasi in die WWE gebracht. Und jetzt hat es quasi der Erfinder wieder, da ja Punk ja bald einen UFC-Kampf hat. Ich glaube, UFC 203. Ja, die nächste UFC-Show. Genau. Ich glaube, 202 war schon, glaube ich. Ich weiß nicht, aber. 202 war gestern, Schrägstrich, also ich glaube nach Takeover irgendwie. Also es ist, glaube ich, während Takeover gelaufen. Ja gut, da hatte ich was anderes vor, als UFC zu gucken. Genau. Genau. Ja, war natürlich ein geiler Moment. Man hat es ja sehr, sehr oft angeteased. Also gerade vor der Verletzungspause hat man ja den GTS oft angeteased. Ich denke mal, bei Unstoppable wäre der durchgegangen, würde ich mal sagen. Und da wäre eventuell Number One Contender geworden. Vielleicht, wenn natürlich jetzt nicht Hideo Itami sich nicht verletzt hat. Deshalb können wir jetzt da rumspekulieren. Jedoch hat ihn jetzt gezeigt, hat sich einen super Moment ausgesucht. Vor so einer großen Crowd. Die Crowd hat es natürlich mit abgefeiert. Und ja. Es war geil und man hat eine neue Fehde angeteased und zwar Austin Aries gegen Hideo Itami. Genau. Was auf jeden Fall schon mal eine schöne Paarung für das nächste NXT-Special ist. Und auch so wirklich aus dem gesamten Pay-Per-View heraus wirklich das erste Match, was quasi schon für die nächsten Wochen, Schrägstrich für das nächste Takeover-Special steht. Ja, was auf jeden Fall eine schöne Sache ist, was auf jeden Fall cool ist. Und sie hatten ja schon mal ein Match gehabt, hast du mir mal gesagt, vor 10 Jahren. Genau. Und ja, Bei Ring of Honor. genau bei Ring of Honor. Und jetzt haben sie es erneut. Vielleicht toppt es das Match. Ich weiß nicht, du hast es glaube ich nicht gesehen, oder? Nein, habe ich nicht. Nee. Oh, das ist aber krass. Nein, vielleicht habt ihr es gesehen, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, aber ich hab's nicht gesehen und ich freue mich auf jeden Fall die Ansetzung und es kann ziemlich geil werden. Auf jeden Fall. Genau, dann gehen wir direkt mal weiter. Hall of Famer Ric Flair wurde gezeigt in den Kameras, also von den Zuschauern und so weiter und so fort. Ja, sein Comeback rückt näher. Hust, hust. Dann Backstage bereiten sich NXT Champion Samoa Joe und Shinsuke Nakamura. Bei Shinsuke Nakamura waren noch Funaki, sein Mentor, sein Übersetzer, wie man sagen kann. Und Und ja. Kota Ibushi wird ausgemarkt, ist die Crowd gemarkt. Göttlich. Ja, die alten New Japan-Fans sind alle ausgemarkt, weil jeder kann sich natürlich noch an Wrestle Kingdom 9 aus dem letzten Jahr erinnern, das 5-Sterne-Match zwischen Nakamura und Ibushi. Immer noch eines der besten Matches, die ich je gesehen habe. Ein absolutes Gott-Match. Ja, das war echt ein geiles Match. Also Ibushi gegen Nakamura habe ich selbst gesehen. Und ich bin ja kein großer New Japan-Gucker oder Fan. Ja, war natürlich geil,
Aber ich habe es ihm auch schon gesagt, wenn dieses Match in der WWE stattfinden sollte, wird es nicht besser. Also, da wird es nicht getoppt werden. Naja, besser geht auch schwer. Ja, okay, besser geht schwer, aber ich glaube nicht, dass es nochmal so ein Niveau schaffen wird. Was war geil, wenn es sie schaffen würden, aber ich glaube es nicht. Spätestens nach dem heutigen Abend bin ich eh wieder ein bisschen vorsichtiger, was diese Dream-Match-Ansetzungen geht. Gerade hatten wir auch schon beim letzten Event, dass da immer sehr, sehr viel erwartet wird, was nicht unbedingt immer gehalten wird, aber dazu kommen wir dann später. Ja, genau. Auf jeden Fall bereiten sie sich auf das Match vor. Wie das Match letztendlich gelaufen ist, das werden wir natürlich nachher besprechen. Dann kam ein Debüt, kann man ja sagen. Und zwar ein Women's Championship, Quatsch. Women's Division Match zwischen Billie Kay und, wie ich schon gesagt habe, einer Debütantin, die ja in den Indies bekannt ist als Athena, und zwar Ember Moon. Genau. War also erstmal, ich mag ihr, ja gut, man konnte noch nicht wirklich erkennen, was jetzt genau ihr Gimmick ist, aber ihr Auftreten, ihr Entrance hat mir gefallen, ihr Aussehen, alles Mögliche, das hat gepasst. Ihr In-Ring-Stil ist auch absolut solide, ist so, geht so ein bisschen in die Richtung Asuka, so ein bisschen halt auch so ein bisschen der härtere Stil. Und von daher, es hat alles gepasst. Das Debüt selbst, es war halt 4 Minuten Match, also das ja, war nichts Besonderes, das Match. Billie Kay hat ein bisschen was zeigen können, war relativ dominant sogar. Ember Moon kam dann halt zurück, hat ein paar Kicks, ein paar Schläge gezeigt und hat dann einen absolut geilen Finisher gezeigt, so eine Art, ja, eingesprungenen Stunner vom Top Rope. Richtig geiler Move. Also, der sah auch extrem geil aus, also perfekt gesprungen war der, der sah so gut aus, der Move. Und dieser Move hat sie mehr zum Star gemacht als das ganze Match. Das stimmt. Also man hat schon gemerkt, gerade bei der Crowd war, die war eigentlich tot in dem Match. Das Also ist richtig, ja. die war erstmal ruhig, dann so am Ja. Ende war sie ein bisschen lauter und dann beim Finisher komplett ausgemacht. Sie konnte halt mit keinem von beiden wirklich was anfangen. Ember Moon, wie gesagt, komplett neu. Und Billie Kay, ja gut, ist halt Nicht ganz eher etabliert. richtig, genau. Hat jetzt zwar mal ein paar Matches gewonnen, aber ist jetzt auch nicht irgendwie ein Star bei NXT. Genau. Ember Moon, ja auch noch nicht ganz, aber auf jeden Fall ist sie ein bisschen overer geworden und ja. Ich bin bisher von der überzeugt. Ich hoffe, die überzeugt mich noch weiter. Und ja, freue mich dann, wie es für sie weitergeht. War halt ein kleines Showcase-Match für Ember Moon, kann man ja sagen. Beide konnten mal ein bisschen was zeigen. Also Billie Kay ist ja nicht so kacke, kann man ja so sagen. Aber Finde sie gut. ja, und von daher, ja, Ember Moon gefällt mir auch sehr gut. Und ich bin mal gespannt, was man in den nächsten Wochen mit der planen sollte. Ich denke mal, zur Women's Title Picture können wir, denke ich mal, ein bisschen nachher ein bisschen spekulieren. Und jetzt kam Jesus. Jesus himself. Andrade, okay, Cien. Andrade Cien en masse, genau. Gegen Bobby Roode, was wieder übrigens gesagt wurde. Absoluter God-Entrance von Bobby Roode, der ging natürlich los mit Glorious, die Fans haben mitgesungen, er war auf einem riesen Podest und hat seine Arme ausgebreitet und ist das Podest heruntergefahren mit dem Scheinwerferlicht und Jesus has arrived, das war absolut göttlich und ja, mega over. Wahrscheinlich einer der Top 3 oversten Leute am Abend. Wahrscheinlich mit Nakamura und Bayley zusammen. Er kam vom Himmel herabgestiegen und sein Theme dazu, die Crowd hat mitgesungen. Es war grandios. Und dann sieht man das komplette Gegenbeispiel, denn Andrade Almas kam heraus. Und ja, er wurde fast schon ausgebuht, was sehr, sehr schade ist. Er ist wirklich sehr, sehr stark im Ring. Aber er hat einfach ein scheiß Gimmick. Prinzipiell gar keins nämlich und ist halt irgendein Typ, der gut ist, aber der absolut nichts macht. Also Bobby Roode, absolut das perfekte Gesamtpaket, wird richtig gut gebuckt, ist richtig over, hat ein Alleinstellungsmerkmal etc. Und Almas ist halt ein guter Wrestler, der halt gut wrestlen kann. Ja, La Sombra, der gute. Ja, Bobby Roode natürlich. Das Bild seht ihr rechts oben mit Glorious Damn Entrance. Also zumindest ein Bild davon, wie er da die Arme ausstreckt. Ja, war natürlich göttlich. Ja, Jesus has arrived, wie es Micha sagen würde.
an zu dem Zeitpunkt natürlich der beste Entrance für mich, aber wurde nochmal getoppt. Welchen, das können wir nachher, denke ich mal, besprechen, beziehungsweise ich denke mal, meistens ist es klar, wer es ist. Auf jeden Fall, ja, Cian ist natürlich schade, weil ich finde ihn auch in-ring-technisch gar nicht so schlecht. Er konnte gerade in diesem Match echt was zeigen. Gerade die Aktionen, die teilweise gut gepasst haben. Das Problem ist einfach, er hat wirklich kein Gimmick. Nicht, wo man sagt, okay, das hebt von den anderen ein bisschen ab. Bei Bobby Roode ist, der hebt sich ein bisschen ab. Bei Shinsuke Nakamura, Samoa Joe und so weiter und so fort. Aber Almas ist es nicht ganz der Fall. Leider, er ist eigentlich ein talentierter Wrestler. Ist aber auch, glaube ich, auch ziemlich jung. Also er ist noch nicht so alt. Also er hat noch ein bisschen Entwicklungszeit. Und hoffentlich findet er noch ein gutes Gimmick. Ich finde, man hätte ihm einfach die Maske lassen sollen, weil es wäre nämlich mal wieder ein bisschen Alleinstellungsmerkmal bei NXT gewesen, weil er einfach der einzige Maskierte ist. Ich meine, sie haben ihm die Maske abgenommen. Es ist ein gut aussehender Typ, keine Frage, aber davon hat die WWE halt einen Arsch voll. Und der WWE mangelt es halt zum Beispiel an mexikanischen Stars. Del Rio ist kurz vorm Absprung und Kalisto und Sin Cara sind absolut keine Stars. Und deshalb hätte man mit Almas wieder jemanden bringen können, der sehr, sehr gut ist, der mindestens auf einem In-Ring-Niveau von einem Kalisto ist. Aber ja, man hat ihm die Maske abgesetzt und jetzt ist er halt nur irgendein 0815-Typ, der zwar gut im Ring ist, aber dem die restlichen Merkmale fehlen, die er mit einer Maske hätte retuschieren können, also Micwork etc., weil als maskierter Luchador muss er nicht viel labern. Nee, beziehungsweise du musst nicht so viel Gimmick, so viel Mimik und Gestik zeigen. Eben. Gutes Das ist. kann er ja, also charismatisch finde ich ihn schon, aber ihm fehlt halt einfach das Micwork, weil er kein gescheites Englisch spricht. Ja, das ist das Problem. Der spricht ja nur Mexikanisch. Ich guck mal echt mal nach, wie alt der ist. Also, das interessiert Der mich ist mal. sehr jung. Ich würde mal sagen, noch Ja, nicht, der guck ist noch mal. nicht 30, glaube ich. Nee, ist er auch nicht. 26. Oh, das ist noch sehr, sehr jung. Ja. Holy shit. Ja, gut, so Match, es war recht gut. Also es war wesentlich besser als Almas sein letztes Takeover-Match, weil da ja er überschattet wurde von Ty Dillinger. Und er hat auch selber sehr, sehr wenig gezeigt. Und hier hat er mal ein bisschen seine High-Flying-Moves gezeigt. Ist Bobby Roode mehrere Male ausgewichen, hat wirklich gezeigt, dass er ein Luchador ist und einen wesentlich schnelleren Stil als Roode hat und hat ihn einige Male halt fast schon vorgeführt, weil er einfach wesentlich schneller reagiert hat und ihn ausgetanzt hat quasi. Und ja, es war wirklich schön und Root gewinnt dann zum Ende hin relativ plötzlich nach der Glorious Bomb. Ja, ja, kann ich auch sagen, so Almas hat für mich, ja, ihn ein bisschen outwrestled, was ein bisschen klar war, weil ich glaube, in-ring-technisch ist Almas besser als Root, aber Root ist halt vom Gesamtpaket her, würde ich mal sagen, besser. Jo. Und ja, deshalb fand ich es auch teilweise lustig, wie man das Comedy-mäßig teilweise gestaltet hat, da muss ich auch schon ein bisschen schmunzeln und lachen. Gerade auch, wo Almas sich dann die Seile gelegt hat, fand ich diesmal ein bisschen passender als die letzten Male. Weil ich das Gefühl hatte, er wollte ja mal rausspringen. Was er nie gemacht hat, hat sich ja mal hingelegt. Und da hat er ein bisschen Heat erzeugt. Und hier hat er so, Bobby Roode gedacht, okay, jetzt ist er raus aus dem Ring. Oh, doch nicht. Und so weiter. Das hat man teilweise echt gut gestaltet. Aber ich finde den Finisher von Bobby Roode jetzt nicht so geil. Ja, das stimmt. Es ist eine Gewöhnungssache. Ich denke, da wird man sich dran gewöhnen. Das ist ja am Anfang so. Ich Ja. finde auch Hideo Itamis komischen Dropkick da, den er gezeigt hat, die ganze Zeit als Finisher, den finde ich auch ziemlich scheiße. Aber man gewöhnt sich halt nach einer Zeit dran. Das stimmt. Und nach 5 Matches fällt es schon gar nicht mehr auf, finde ich. Dann hat er vielleicht mal ein bisschen mehr Impact. Aber naja, ist ja nicht schlimm. Bobby Roode hat gewonnen. Es war glorious. Die Crowd hat's mitgesungen. Aber ich kann mal auch so viel sagen, von diesem Match profitiert auch ein bisschen Andrade Cien Almas. Das würde ich auch absolut sagen und das ist immer das Beste an einem Match, wenn beide davon profitieren. Genau. Dann gab es eine, ja, mysteriöse Vignette. Und zwar, ja, gab es mal einen kurzen Clip und am Ende stand das Wort Sanity mit Graffiti an einer Mauer gesprayt. Genau, sah ein bisschen aus wie das Video wie das Ende der Welt, in Anführungszeichen. Ja. Bray Wyatt debütiert. Gibt schon verschiedene
an oder verschiedene Vermutungen, wer das sein könnte. Mhm. Ich denke mal, es wird im Endeffekt auf Tommy End oder Roderick Strong hinauslaufen. Ich würde spontan einfach mal Tommy End tippen, weil es eher zu ihm passen würde. Okay. Und ja, mal gucken. Ja, oder Bray Wyatt. Das kann ja auch sein. Nein. Dann höre ich auf, NXT zu gucken. Ja, aber das macht NXT nicht. Ja, Bray Wyatt ist nämlich scheiße. Gut, Cruiserweight-Teilnehmer neu und da, Brian Kendrick, Rich Swann, Kota Ibushi und Mauro Ranallo waren in der Crowd. Und dann hatten wir Backstage Gargano und Ciampa. Mhm. Ciampa hat ihm dann sein offizielles, sage ich mal, Tekken-T-Shirt zubereitet, what the fuck, gegeben. Und zwar das DIY, do it yourself, nobody will do it for you, Shirt. Und das ist jetzt irgendwie auch ihr Tag-Team-Name, Do It Yourself. Und ein passender Tag-Team-Name. Und ja, dann gab es ein kleines Hype-Video noch zum NXT-Title-Match, also zum NXT-Tag-Team-Title-Match. Und dann gab es das Match auch schon. Ja, davor noch ganz kurz vergessen war, dass die Trophäe gezeigt wurde. Für den Gewinner des Cruiserweight Classic habe ich schon in der Live-Review gesagt, ja, ist halt eine Trophäe, sieht jetzt nichts Besonderes aus, aber naja, der Gewinner wird am 14. September präsentiert. Ja, ist halt eine Trophäe, die nichts bedeuten wird. Genau, und da würde ich mal sagen, gehen wir direkt zum Tag Team Match, und zwar das NXT Tag Team Title Match zwischen den Champions The Revival gegen Do It Yourself, Johnny Gargano und Tommaso Ciampa. Ja, Match of the Night. Ja. Das ist das klassische NXT Tag Team Title Match. Wo einfach irgendein anderes Kracher-Match noch auf der Karte ist, wie, keine Ahnung, Aries gegen Nakamura, und du denkst dir, okay, also im Vornherein denkst du dann, okay, ja gut, Aries Nakamura, klares Dream-Match, klares Match of the Night, und dann kommt immer noch das Tag-Team-Match und es haut dann sowas raus. Für mich auch das beste Tag-Team-Match von NXT in diesem Jahr wahrscheinlich. Wie viele Sterne gibt's da? 4¼. Habe ich dem anderen übrigens auch gegeben, von The End, also American Alpha gegen Dash und Dawson. The End habe ich, glaube ich, 4½ gegeben. Deshalb, ich glaube, also, wenn ich jetzt beides vergleiche, weil ich fand beides übrigens geil, würde ich, glaube ich, sogar Alpha gegen Revival ein bisschen drüber stellen. Ich würde das hier drüber stellen. Und das hier quasi drunter, aber das war auch stark und das war auch für mich klares Match of the Night. Für mich wahrscheinlich auch das zweitbeste NXT-Match in diesem Jahr. Nach natürlich Nakamura gegen Zayn. Nakamura gegen Zayn. Ja. Nicht genau. Nakamura gegen Ibushi. Ja, ich wollte jetzt Nakamura gegen Joe sagen. aber gut, das Match war sehr, sehr geil. Revival dargestellt wie die absoluten Tag-Team-Spezialisten, was sie auch sind. Haben ihre klassischen Isolationsmoves gezeigt. Auf einmal mitten im Match völlig random fällt Dawson über Seil und jeder denkt schon, what the fuck, hat er jetzt gebotcht oder was? Aber dann hat man gesehen, was es sollte, denn der Ref war abgelenkt und in der Zwischenzeit hatte Gargano sich eingetaggt, aber der Ref hat es natürlich nicht gesehen, weshalb der Tag offiziell illegal war. Richtig geil. Und Gargano und Ciampa haben ihren Tag-Team-Move zwischendrin durchbekommen, also ihren Knee-Strike und Superkick-Kombo. Ging bis 3 sogar, aber halt, weil Dawson Wilders Seil, glaube ich, Bein auf Seil gelegt hat, hat der Ref das Match dann natürlich weiterlaufen lassen, was auch wieder ein geiler Move war. Und dann ist das Match einfach komplett eskaliert. Die letzten 5 Minuten waren absolute Action, absolute Dramatik, absolute Spannung. Und das Finish war dann, dass man die Beinverletzung von Big Cass damals aufgegriffen hatte, wo Wilder und Dawson ihn ausgeschaltet hatten mit diesem komischen Stump vom obersten Seil aufs Bein. Das hat man hier wiedergebracht und dann musste Gargano im Figure 4 tappen, was wirklich ein schönes Ende war. Und ja, die Story, das Storytelling ging dann noch nach dem Match weiter. Man hatte nämlich immer weiter angeteased, dass Ciampa gegen Gargano turnt. Aber richtig gut von NXT, man hat es einfach nicht gemacht, man splittet nicht das Tag Team bei der erstbesten Möglichkeit, sondern man lässt es einfach aufbauen, dass Ciampa einfach immer mehr pissed ist, weil er hat ja jetzt schon
gegen Gargano das Singles-Match verloren beim Cruiserweight Classic und jetzt hat Gargano auch noch getappt und es splittet sich nicht sofort. Man zeigt erstmal, dass das Tag Team gut zusammenhält noch, aber man baut den Split sehr, sehr langsam auf. Was wirklich geil ist. Ja, ich wünsche mir aber noch, dass es den Split noch nicht gibt. Ich habe es auch nicht gehofft, dass es passiert, weil ich die weiterhin als Tag Team sehen möchte. Irgendwie wünsche ich mir auch, dass die Tag Team Titles gewinnen. Ich habe ja gesagt, in dem Match war es mir egal, wer gewinnt. Aber gerade während dem Match war ich immer so mehr für Gargano und Ciampa, weil die mich einfach überzeugt haben und ich einfach ja irgendwie schon ein bisschen gewünscht habe, dass sie gewinnen. Was auch immer wieder Spannung, Dramatik aufgebaut hat. Diese ganzen Kickouts, die Nearfalls und alles. Hat man alles super aufgebaut. Man hat neue Sachen mit reingebracht, die es zum Beispiel bei American Alpha gegen Revival nicht gab. Also man hat schon viele neue innovative Sachen reingebracht. Auch alte Sachen reingebracht. Und ja, hat man super gemacht, war Match of the Night. 4¼ würde ich auch geben und war super. Also war super, ja. Aber schade für Gargano und Ciampa, dass sie nicht gewonnen haben. Ich hätte sie sehr, sehr gerne gegönnt. Ja, Match ging knappe 20 Minuten, war damit das zweitlängste Match des Abends. War wirklich eine schöne Matchzeit. Und ja, war wirklich sehr, sehr gut. Was natürlich auffällt, ist so, letztes Jahr war so eher die Women's Matches so die Show-Stealer. Ja, das habe ich auch schon verglichen heute, dass jetzt so ein bisschen man sich bei den NXT Tag Team Title Matches denkt, okay, wie soll das noch getoppt werden? Das, was man sich halt letztes Jahr immer bei den Women's Matches dachte. Genau. Und ja, man hat ja immer, also man hat ja bei Rival angefangen und dann quasi bis Respects immer gesteigert. Ja. Irgendwann ging es halt nicht mehr, das ist ja auch normal. Dann kam Nia Jax. Dann kam Nia Jax. Die Women's Matches sind ja immer noch gut, so ist es ja nicht. Ja, die waren ja noch nie schlecht. Ja, genau. Ja. Und die Tag Team Division war ja eigentlich auch nie so richtig kacke. Ja. Aber erst seit American Alpha und Wilder und Dawson ist es richtig gut geworden. Ich würde sagen, also zum Beispiel letztes Jahr das Match Ward Williams gegen Blake und Murphy fand ich ziemlich stark, das Match. Das habe ich noch gut in Erinnerung. Ja, stark, aber es war nicht göttlich 4 Sterne. American Alpha. Revival oder Ciampa Gargano. Und dann später halt mit dem Tag Team Classic, wo sich gerade auch American Alpha sehr viel Aufmerksamkeit geholt haben. Und dann immer weiter gesteigert wurden. Okay, London war auch okay, das Match. Aber gerade dann dieses Jahr Dallas, The End und jetzt Brooklyn. Genau. Da war die Tag Team Division immer der Showstealer, halt nur Dallas war es nicht das Beste, weil es ein Match gab, was drüber stand, ganz klar. Aber ansonsten war das die Tag Team Division dieses Jahr ziemlich stark und ich bin mal gespannt, ob sie es doch bis zum Ende des Jahres durchhalten. Würde ich behaupten. Ja, kommen ja nicht mehr so viele NXT-Specials, 2 Stück wahrscheinlich noch oder so. Ja, ich denke mal noch 2. Dann hatten wir wieder mal einen kleinen Cut auf die Zuschauer, denn Sasha Banks, Becky Lynch und Charlotte waren in der Crowd. Sasha Banks und Becky Lynch, yay! Charlotte, woo! Ja, dass Sasha Banks natürlich auch abgefeiert wird, war natürlich sehr, sehr gut. Damit hat es die Show um 2 Sterne verbessert. Genau, und dann hatten wir auch Women's Title Match zwischen Asuka und Bayley. Meiner Meinung nach etwas enttäuschend. Ich habe mir ein bisschen mehr erwartet. Aber es war trotzdem gut. Bayley ist endlich mal ein bisschen aus ihrer kindlichen Rolle rausgegangen, hat ein bisschen den Charakter entwickelt, hat gut mit Asuka mitgehalten, hat die stiffen Punches verteilt, hat stiffe Kicks gezeigt, gab natürlich einen Botch drinne, den will ich gar nicht irgendwie vertuschen oder so, aber der hat das Match jetzt nicht groß runtergezogen, die Crowd war halt mal eine Minute nett im Match, aber danach war sie wieder voll dabei, also von daher hat der Botch dem Match nicht geschadet. Ja. Was hat man noch im Match? Also, das richtige Finish, ja. Denn Asuka hat nämlich clean gewonnen und das war nämlich gut gebuckt und es war einfach ein cleaner Sieg, so wie ich es wollte. So habe ich es gekriegt. NXT enttäuscht mich halt einfach nicht. Vielen Dank dafür, dass ihr mir gegeben habt, was ich wollte. und damit auch quasi der Abschied nach dem Match hat Bayley ja noch Asuka umarmt, hat ihr die Hand gehoben quasi und ihr den Respekt erwiesen, hat alle außerhalb des Rings umarmt, also Becky Lynch, Sasha Banks und Charlotte und ist dann gegangen, hat einen letzten Blick auf das NXT-Logo geworfen und ist dann Backstage gegangen. Ja,
ein trauriger Abschied, auf jeden Fall. Ja, das Match selber, ja, fand ich persönlich, war das drittbeste Match am Abend für mich. Ich fand's gut, also ich war jetzt nicht so krass enttäuscht. Kam für mich jetzt auch nicht so stark jetzt an Dallas ran. Dallas fand ich ziemlich stark. Ich habe gedacht, die toppen das vielleicht, aber ja. Was hat denn Dallas für eine Wertung gegeben? Also ich habe jetzt hier 3,5 gegeben. Also ich fand es jetzt nicht so mega geil. Also 3,75 ist für mich immer so, wo ich sage, ey, das ist eine klare Match-Empfehlung. Aber 3,5 fand ich jetzt so. Also ich fand es jetzt nicht mega scheiße, aber ich fand es jetzt auch nicht super geil. Asuka gegen Bayley von Dallas habe ich 4 Sterne gegeben. Ja, das hatte ich auch so in Erinnerung. Ich würde hier so 3,5 bis 3,3 Viertel geben. Also, es war ein schönes Match, die Story war gut gemacht. Es war wieder schön zu sehen, wie Bayley auch auf den Stil von Asuka eingegangen ist. War wieder ein bisschen was anderes, so dass Bayley immer so bei vielen Matches, also man merkt schon bei Bayley, wie viele Stile sie mitgehen kann. Gerade so, man kann ja sehen, zum Beispiel bei Dallas war es da so mehr ein bisschen auf die Submission-Variante, wo Bayley mitgegangen ist. Das stimmt, ja. Ja, und bei jetzt hier so mehr, man hat ja mehr mit den Kicks gearbeitet. Davor also, dann auch die Underdog-Rolle gegen zum Beispiel Nia Jax. Also die ist schon wirklich sehr, sehr stark, was In-Ring-Psychologie angeht. Da ist sie schon wirklich sehr, sehr weit für ihre Erfahrung, sage ich mal, weil sie ist ja eigentlich schon jetzt nicht so lang aktiv im Ring. Sie ist seit, okay, 7 Jahre gut, aber sie ist halt ein Eigengewächs auch von der WWE. Genau. Sie ist auch 27, soweit ich das weiß. Genau. Asuka ist, glaube ich, 34. Oder? Ist sie so alt? Ich glaube, die ist schon so in dem Alter, glaube ich. Ja, 34. Ja, 34. Hätte ich nicht gedacht, dass sie so alt ist. Ja, Sasha Banks ist zum Beispiel 24, Becky Lynch, glaube ich, 29 und Charlotte 30 oder 31. 45. Oder so. 30, 31 ungefähr. Ja, so sieht sie zumindest aus. Ja, das stimmt schon manchmal. Aber das hat sie von ihrem Vater. Solange sie gut wrestlen kann, ist ja alles gut. Würde ich mal sagen. Wir sind hier ja nicht bei der WWE 2005, wo wir irgendwelche Pillow-Fights wollen. Genau, Women's Evolution haben wir ja hier, ne? Genau. Was man auf den WWE Network gucken kann, guckt es euch an. Ja, nochmal zurück zum Match zu kommen. Wie gesagt, Bayley, wie gesagt, gerade in den Stilen, die sie mitgehen kann, super. Das ist auch gerade, würde ich mal sagen, egal wo sie hingeht, egal gegen sie, wie sie wrestelt, egal welcher Stil die jeweilige Wrestlerin wrestelt, die kann jedem mitgehen. Und auch zeigen teilweise, was man natürlich in den ganzen vergangenen Matches gezeigt hat. Und deshalb finde ich Bayley eigentlich ziemlich stark im Ring. Asuka ist sowieso super. Auch wenn ich sagen muss, Bayley hat mich ja schon komplett überzeugt in vielen Matches, aber Asuka hat jetzt nie so, wo ich sagen würde, die hat jetzt so ein krasses Match gewirkt, außer jetzt das Match gegen Bayley. Ja, sie ist aber auch nicht wirklich lang da. Ja, das stimmt auch. Also deswegen, aber ich denke, aber man sieht aber schon, dass Asuka sehr, sehr gut im Ring ist. Das, denke ich mal, brauchen wir nicht zu diskutieren. Und ja, hier natürlich 14 Minuten, wo der Sieger natürlich schon irgendwo klar war. Natürlich hatte ich eine kleine Hoffnung gehabt, irgendwie Bayley zu gewinnen, weil ich Bayley halt sehr, sehr mag. Aber das hätte natürlich, wenn man die nächsten Monate betrachtet, bei NXT nicht so viel Sinn gemacht. Deshalb war der Sieg schon richtig. Asuka hat clean gewonnen. Ich wollte es nicht, dass es wie eine Submission ist. Hab mir auch dann auch mitten im Match gedacht, wo halt die Kommentatoren erwähnt haben, dass sie nie aufgeben würde und so weiter und so fort. Also niemals tappen würde und so weiter und so fort. Habe ich mir auch schon gedacht, es muss eigentlich ein cleaner Pin her. Ansonsten irgendwas Unfaires. Aber es gab einen clean Pin, das hat Asuka auf jeden Fall sehr, sehr viel geholfen. Bayley hat es nicht geschadet, weil Bayley bleibt trotzdem over und hat quasi ihren Abschied gefeiert. War ein trauriger Abschied, aber ich hoffe mal, in Zukunft wird sie, sei es bei Raw, sei es bei SmackDown, eine gute Rolle finden, die sie auch verdient hat. NXT wird im Dezember durch Neuseeland touren. Werde ich mal vermuten, dass wir da ein Takeover kriegen. Takeover. Es gab ja kurzzeitig eine Anzeige, ich weiß nicht, wo das war, wo dann kurz stand, im Dezember gibt es NXT Takeover Down Under. Okay. Kann durchaus möglich sein. Ich denke mal, wenn die jetzt schon in Australien Neuseeland sind, könnte man da ja ein Special zeigen. Wäre auf jeden Fall keine schlechte Idee. Und was natürlich auch passen könnte, natürlich,
Ist natürlich auch die Uhrzeit. Die wäre dann, glaube ich, morgens, wenn das laufen würde. Wenn Takeover kommt, ich weiß nicht, wie es bei New Japan immer ist, die Shows, wann die immer laufen. Morgens. Ja, morgens, genau. Meist die ungefähre Zeit ist immer so 9 bis 10 Uhr, so die New Japan Shows bei uns. Okay. Ah. Ja. Ja, deshalb könnte es eventuell sein, ich glaube sogar, ja, Neuseeland, Australien ist, glaube ich, noch später dann, glaube ich. Oder ich Ich weiß nicht, nicht. wie es von der Zeitzone ist, ob Japan und Australien die gleiche Zeitzone haben. Ich glaube, Australien ein bisschen weiter später, würde ich mal sagen. Deshalb bin ich mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall interessant, ob sowas passieren wird. Ich hoffe mal, dass irgendwann auch NXT mal nach Deutschland kommt. Das wünschen sich wahrscheinlich auch die meisten. Und ich Ja. glaube auch, dass sie irgendwann nach Deutschland kommen werden. Das wäre das einzige, das wären die einzigen Tickets, die ich mir von der WWE hier in Deutschland kaufen würde. Das stimmt auch wieder, weil Live-Events, naja, gut. Ja. Außer ich höre irgendwie ein richtig geiles Match, aber naja, das bekommt man nie. Dann hatten wir Joe, der von Sicherheitskräften auf dem Weg zum Ring begleitet wurde. Hat erstmal irgendeinen Typ weggeschubst. Ist halt Joe. Und Nakamura war Backstage, hat seine Jacke angezogen, ist auch auf dem Weg zum Ring gegangen. Und dann gab es das Hype-Video. Dann saßen Mick Foley, Noelle Foley, die natürlich auf der Tour sind. Es beginnt ja, glaube ich, bald ihre Holy Foley Show. Nach dem SummerSlam. Genau, stimmt. Immediately following SummerSlam. Ich glaube, da sind 5 Episoden schon irgendwie online, habe ich gelesen. Direkt danach. Und Baylor war noch in der Crowd. Als Demon natürlich. Ist ausgemacht mit einer Kettensäge. Ja. Und Das dann wäre so hatten geil wir. gewesen, Ja, wenn Finn Balor einfach, einfach als der sitzt Demon in der das. Crowd. Der sitzt einfach als Demon in der Crowd und macht die Kettensäge an. Einfach mal komplett random. Oder wenn auch komplett random wäre, kommt einfach Seth Rollins und die brawlen sich einfach schon. Das Einfach wäre mal geil. so, einfach so random, also. Das Ja. hätte ich so lustig, wenn er so als Demon so steht und dann macht er immer diese komischen, ja, Bewegungen und alles. Kommt dann kurz in den Ring hinein, guckt sich das von der Nähe an. Und dann kommt so Nakamura, geht zu ihm und er so, was machst du hier? Streichelt so am Kopf, ne? Und dann geht er wieder. Oh Gott, hey, das wäre lustig. Das wäre Dann lustig gewesen. hatten wir vorhin Bobby Roode, Jesus has arrived, und jetzt Nakamura, God has arrived. Und Lee England Junior hieß der Violist, Ja. Violinist, so. Hast du auch Probleme, es auszusprechen, oder? Ja, und er hat Nakamura begleitet mit einer Violine, logischerweise. Hat sein Theme halt ein bisschen gespielt, war ziemlich cool, hat gepasst. Es passt halt, aber also dieser Theme-Song passt einfach sowas von zu Shinsuke Nakamura. Der ist komplett wieder ausgemarkt auf dem Weg zum Ring, hat seine Bewegungen gemacht, und dann kam Joe, der die Intensität und zu diesem Fight beigetragen hat mit seinem Theme-Song, mit seinem komischen Rumgeschnauze da, keine Ahnung. Und schubst einfach mal Nakamura weg. Genau, und das war mein größter Kritikpunkt des Matches, denn das Match wurde so aufgebaut, als wollte Joe Nakamura ermorden, und dann geht er auch in den Ring und schubst ihn direkt weg, und man denkt, boah, die brawlen sich jetzt sofort und der Ref muss dazwischen gehen, sie auseinanderhalten, etc., etc. Und dann geht das Match los und wir fangen mit Chain Wrestling und Rest Holds an, und ich dachte mir nur so, what the fuck, das passt sowas von null zur Story, die hätten sich einfach direkt brawlen müssen. Und das ist mein größter Kritikpunkt am Match und am ganzen Abend, weshalb das Match im Endeffekt vielleicht sogar ein bisschen enttäuscht hat. Ich meine, es ging 20 Minuten. Man kann 20 Minuten nicht durchpowern, das ist ganz klar. Aber es war halt total storyunpassend, dass es da irgendwelche Restholds direkt am Anfang des Matches gab, und es hätte einfach mit einem Brawl starten sollen, und ja, im Match hätte man ja nochmal Restholds zeigen können. Dass Joe dann Nakamura, dass quasi Joe den Brawl am Anfang gewinnt, und dann will er halt Nakamura irgendwie so zerstören, noch indem er sein Bein auseinandernimmt oder was auch immer. Dann verstehe ich die langsame Phase. Aber direkt am Anfang, wo beide komplett frisch sind, irgendwie so eine Rest-Hold-Phase und so ein Kram oder so eine Chain-Wrestling, sage ich mal, Phase zu bringen, fand ich einfach storytechnisch total unpassend. Ja, erstmal zum Entrance selber. Ich habe den Entrance mir jetzt, glaube ich, gefühlte 10 Mal mir angeguckt. War einfach geil. Und man muss sich mal überlegen, Triple H hat es auch mal gesagt, eine Violine im Wrestling zu benutzen.
Das gab es, glaube ich, auch nicht so häufig. Man hat ja immer mehr nur so Bands geholt, immer so Rocklieder, aber Violine hat einfach so perfekt gepasst. Oder eine Orgel. Oder eine Orgel. Gab es mal eine Orgel? Undertaker? Stimmt. Scheiße. Oh Gott, Gab ey. es mal eine Orgel? Das ist jetzt peinlich. Also das. Ja. Du bist also kein Undertaker-Fan, das merke ich schon. Das ist schon sehr Ja, traurig. alles klar. Ich bin mal weg, ne? Hier, nein. Na gut. Tut mir leid, ich war noch im Nakamura-Entrance drin, deswegen habe ich mir, hey, was für eine Orgel? Aber gut, ich weiß natürlich, was du meinst. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr geil. Gerade auch passend erstmal so Licht aus. Und dann auf einmal, ja, kommt so ein weißes Licht und ich denke mir so, hä? Wer ist denn das denn? Ist doch nicht Nakamura oder so. Erstmal so Haare gestylt und so. Holt dann so einfach seinen Stab für die Violine und dann spielt er da einfach ziemlich gut auf jeden Fall und es hat einfach perfekt gepasst. Es hat einfach was Besonderes hergegeben quasi. Es hat so Big Time Feeling gegeben. Also es war einfach ein Meisterwerk, dieser Entrance. Es war einfach geil. Die Crowd hat's gefeiert, ich hab's gefeiert. Ich hatte Gänsehaut gehabt die ganze Zeit und ja. Das hat so ein bisschen auch sich angefühlt, als wäre es gerade WrestleMania Main Event gefühlt. Einfach so was Spezielles Ja, gegeben. ja, ja, ja. Hatten wir ja auch bei Bobby Roode vorhin. Genau, das war auch glorious. Und Nakamura war natürlich für mich persönlich das Beste, der beste Entrance der Show. Nach Bobby Roode. Wie gesagt, ich hatte meine anfänglichen Probleme mit dem Match. Aber als es dann in Fahrt kam und die beiden wirklich anfangen, sich wegzustiffen und Nakamura einige Knees ausgepackt hat, wo dann in Anführungszeichen, ich weiß nicht, Selling schrägstrich echt, ich weiß es nicht genau, Joe sich irgendwie den Kiefer gebrochen hat. Dazu kommen wir gleich. Da wurde das Match extrem stark, weshalb ich dem Match auch noch eine hohe Wertung gegeben habe. Und ich es auch als empfehlenswert, sage ich mal, sehe, dass man es gesehen haben sollte. Der Anfang war, naja, aber dann so nach 10 Minuten wurde das Match echt richtig gut. Okay, ich habe das mit dem Brawl, also dass man wirklich direkt brawlen sollte, nicht so gesehen. Also ich hatte das nicht so erwartet in dem Sinne. Deswegen habe ich jetzt nicht diesen Kritikpunkt quasi. Deswegen kann ich das jetzt nicht kritisieren, weil ich halt nicht so gedacht habe. Aber wenn man es jetzt nochmal so Revue passieren lässt, war es schon eigentlich richtig, was du gesagt hast. Aber ich hatte es so gesehen, die Anfangsphase war nicht schlecht. Das Problem war, es war halt langsam. Es war halt ein bisschen, ja, wo man sagt, okay, man hat es versucht langsam aufzubauen und das immer mehr zu steigern. Und immer schneller, immer mehr in Fahrt zu kommen. Und dann kam es auch immer mehr in Fahrt. Man hat schöne Aktionen gezeigt, auch wie, ja, Joe zum Beispiel diesen einen Knee da gegen Nakamura gezeigt, wo ich dachte, eieieiei, das war mal ein Boumaier fast oder Kinshasa gefühlt. Und ja, dann gab es ja den Muscle Buster, Nakamura kickt aus, dann gab es den Kinshasa. Da, wo ich am Anfang gesehen habe oder da, wo es angefangen hat, wirklich, ich habe das in der Live-Review nicht angesprochen, weil es erstmal später aufgefallen ist, dass sich tatsächlich Nakamura, oder nee, bitte Joe, wahrscheinlich irgendwas am Kiefer zugezogen hat. Und anscheinend ist die Verletzung auch echt, weil nach dem Match gab es ja das X-Zeichen und so weiter. Naja, das muss ja nichts heißen. Ja, es muss ja nichts heißen, aber gerade was aufgefallen ist, dass Joe den Gegner, also, okay, dazu kommen wir gleich, denke ich mal. Aber nochmal zurück zum Match zu kommen. Ja, gab schöne Aktion, Muscle Buster, zweimal den Kinshasa. Und das Ende kam ziemlich schnell. Also, das hatte ich jetzt nicht so schnell erwartet, weil ich dachte, Kinshasa. Dann geht es auch ein bisschen weiter. Aber es kam direkt, ja, ich weiß, wie sagt man diese Aktion, wenn Nakamura den nie hinten in den Rücken zeigt? Kinshasa kann man es nicht bezeichnen, oder? Weil das wusste ich Ich jetzt auch glaube, nicht, das wie ich hat es. keinen wirklichen Namen. Einfach nie Knie in den Rücken oder so. Ja, also. Kinshasa kannst du ja nicht bezeichnen, aber. Dann nennen wir es Kinshasa Vorbereitungsmove. Genau, der Kinshasa-Vorbereitungsmove. Und dann kam halt ja, der Ansatz zum Kinshasa, die zweite Aktion. Und dann 1, 2, 3. Kinshasa hat gewonnen, genau, nein. Shinsuke Nakamura gewinnt dieses Match. Hat damit den NXT-Titel gewonnen. Ist damit der erste Japaner, der den NXT-Titel gewonnen hat. Ja. Kann man so also sagen. Und ja,
hat damit dieses Jahr zwei Titel gehalten in diesem Jahr. Einmal von New Japan den Intercontinental-Titel und jetzt den NXT-Titel. Was sehr schön ist auf jeden Fall. Ja, Shinsuke Nakamura hat den Titel gewonnen bei Samoa Joe. Was ich jetzt sagen wollte, ist, dass Samoa Joe ja direkt behandelt wurde und direkt auch weggegangen ist. Und ohne Stare-Down, ohne irgendwas. Also die sind ja direkt Backstage gegangen. Joe hat sich auch die ganze Zeit am Kiefer gehalten. Also ich glaube, da ist irgendwas passiert. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass nichts Schlimmes, aber es sah nicht so gut aus. Bei der Verletzung von Jono kurz. Aber Shinsuke Nakamura ist NXT Champion und ich bin komplett ausgemacht. Ich sage, es ist ein Work. Hoffe Ich ich auch. glaube, man will Joe jetzt vielleicht erstmal ein bisschen aus den Shows schreiben für ein paar Wochen. Und dann wird er wiederkommen und wird sein Rematch gegen Nakamura kriegen. Wenn es kein Work ist, wird er vermutlich, denke ich mal, relativ schnell im Main Roster sein. Wenn es ein Work ist, wird er logischerweise noch ein Match gegen Nakamura haben. Aber ich gehe davon aus, dass wir dieses Jahr noch Samoa Joe im Main Roster haben werden. Würde schon sagen, genau. Ja, ich würde auch sagen, dass Joe bald ins Main Roster kommen wird. Bei Raw oder SmackDown ist die Frage. Ich glaube, SmackDown Ja. würde gut passen. Mit AJ. Mit AJ, mit John Boy Cena. Geil. Ja. Mit Bray Wyatt. Den kann er schön weghauen. Ja, neues Mitglied der Wyatt Family. Muss ich erstmal einen Bart wachsen und Haare. Ja, gut, das. Na gut, vergessen wir dieses Thema lieber. Aber. Es war auf jeden Fall geil. Nakamura gewinnt dieses Match und bleibt weiterhin ungeschlagen in der Ja. WWE. Glaube 57 oder 58 zu 0 jetzt. Das ist auf jeden Fall eine schöne Serie. Ja. Nakamura, der alte Hund. Ja. Ja, damit ist ja auch klar, dass es noch ein bisschen dauert, bis er ins Main Roster kommt. Was mich im Prinzip nicht ganz stört, muss ich sagen. Natürlich will ich Nakamura auch bald ins Main Roster sehen. Aber lieber lasse ich ein bisschen Zeit und guck mal, dass dann eventuell irgendwann ein Plan haben wird. Weil ich denke mal, wenn man Nakamura hochholt, dann muss man auch irgendeinen Plan haben. Und man kann ihn nicht einfach so random reinschmeißen. Finde ich nicht gut, Man weil. braucht keinen Plan für ihn. Man braucht keinen Plan. Weil das ist Nakamura, der kommt von allein over. Ja gut, over nicht, aber Stories und so weiter, Fäden und alles. Ja gut, den kannst du gegen jeden stellen, der Heal ist. Ja, direkt um den Titel, gewinnt den Titel direkt. Ja, nee, das nicht unbedingt. Kannst du perfekt gegen John Cena stellen, gegen Kevin Owens, gegen Chris Jericho. Gegen AJ Styles. genau, ja. Habe ich mich verschluckt, Entschuldigung. Selbst gegen Dean Ambrose oder so. Aber ich finde schon irgendwie, wenn man Nakamura hochholen sollte, sollte man schon einen gewissen Plan haben, was man mit ihm machen wird. Deshalb bin ich froh, dass man ihn ein bisschen in NXT hält. Dann sehen wir ihn da noch ein bisschen. Sehen eventuell das Match Nakamura gegen Itami. Oh. Ah, das wäre schön. Darauf würde ich mich echt freuen. Kleines Leider Ding. nicht. Erstmal nicht. Aber vielleicht später, man weiß es nicht. Vielleicht Takeover Down Under oder sowas in der Art. Wenn es wirklich diesen Namen geben sollte, oder. Takeover Japan. Takeover Japan. Im Tokyo Dome. Oh, am 4. Januar. Ja, genau. Laufen dann Wrestle Kingdom und NXT Takeover gleichzeitig in derselben Halle. Am gleichen Tag. Wäre aber ziemlich geil eigentlich. Das wäre cool, ja. Aber leider nicht. Wird nicht passieren, glaube ich. Oder Da am. gibt es dann den G1 noch in der WWE. Genau, das Finale wird auf dem WWE Network Genau. veranstaltet. Exklusiv auf dem WWE Network. Genau. Na Der Royal gut. Rumble läuft auf. Nee, WrestleMania läuft auf New Japan World. Exklusiv. Also Genau. man kann so viele Kooperationsideen machen und. Kann man ja mal der WWE vorschlagen. Genau. Sehr lukrativ mit New Japan. Ja, ich glaube, da würden wir ein bisschen Schlag in die Fresse kriegen, glaube ich. Aber na gut, das ist halt die WWE und New Japan Pro Wrestling. Aber ich hoffe, dieses Match kommt vielleicht zustande und dadurch hat man es ja auch ein bisschen ermöglicht. Und wenn es bei NXT läuft, dann enttäuscht es normalerweise nicht im Vergleich zum Main Roster.
Und ja, Shinsuke Nakamura ist NXT Champion. Das ist ziemlich geil. Freut mich auf jeden Fall. Gönne ich ihm. Hat das auch verdient. Und ja, natürlich schade für Joe, dass jetzt quasi den Titelrun jetzt los ist. Ich fand ihn super als NXT Champion, aber wenn er bald ins Main Roster kommt, dann freue ich mich auch auf ihn. Ich finde es übrigens sehr schade, dass es in der WWE auch bei NXT selten irgendwelche God-Matches gibt. Also man hatte so viele geile Paarungen schon da und irgendwie gab es, also außer Nakamura gegen Zayn, noch nie wirklich so ein Dream-Match, wo man sagt, okay, das hat jetzt 100% delivered. Also die Owens gegen Baylor oder Baylor gegen Joe-Matches waren auch alle nicht so geil. Ich meine, Owens sie waren gegen gut. Baylor fand ich schon gut. Naja. Ah ja, gut, ja, aber jetzt nicht Dream Match irgendwie mega geil. Also es war jetzt kein Owens, es war jetzt kein Zayn gegen Nakamura. Nee, nee, aber. Und Aries gegen Nakamura hat teilweise auch enttäuscht. Also, na, ich bin da jetzt in Zukunft ein bisschen vorsichtiger, was diese Dream Matches angeht, weil hier, wie gesagt, auch Joe gegen Nakamura war jetzt nicht so mega geil. Es Ja. war, die sind alle Matches waren sehr, sehr stark. Also das ist keine Frage, aber jetzt nicht irgendwie sowas wie Zayn gegen Nakamura. Ich glaube, was, denke ich mal, das Problem ist, also ich gebe dieses Match 4 Sterne, es war für mich das zweitbeste Match am Abend. Nur so zur Info. Aber was ich sagen wollte, ist, das Match, oder generell, wenn wir immer so von Dream Match ansprechen, also zumindest denke ich so, denkt man direkt so, okay, jetzt kommt so ein 5-Star-Classic irgendwo in den Dreh. Was leider nie erfüllt hat, das ist eins, also ist, glaube ich, hatte auch einige Dream Matches und ich habe immer noch welche. Das Ding ist, ich hatte halt bei den Dream Matches, was ich zumindest nicht hatte, ich hatte nie so hohe Erwartungen. Ich habe mich immer gefreut und dann habe ich geguckt, okay, ich schau mal, was da für ein Match wird. Deswegen war ich zum Beispiel von Zayn gegen Nakamura auch so geflasht. Bei Aries gegen Nakamura war ich nicht geflasht, aber ich fand das Match gut. Und so weiter. Also da war ich jetzt nie, wo ich sagen würde, okay, ich bin jetzt so krank geflasht, wenn ich Dream Matches sage und so weiter und so fort. Okay, wo ich wirklich enttäuscht war, glaube ich. Weil ich halt wirklich Erwartungen hatte, hohe Erwartungen war Styles gegen John Cena. Da Ja. hatte ich echt Erwartungen gehabt und da wurde ich sogar echt enttäuscht teilweise. Auch wenn das Match gut war, aber ich weiß nicht, Dream Matches definiert vielleicht teilweise manche, das habe ich am Anfang zumindest definiert, dass es wirklich so ein richtiger Klassiker wird, wo man sagen kann, okay, es wird ein 5-Star-Classic gefühlt. Ja, es hat aber was mit der WWE zu tun oder mit NXT, dass sie vielleicht sagen, die sollen nicht alles raushauen, weil ich sag mal, bei New Japan oder so, da erkennst du von vornherein einfach, okay, das sind zwei geile Wrestler, die werden jetzt mindestens ein 4-Sterne-Plus-Match haben und das hast du auch einfach dann. Du wirst bei New Japan, ich weiß nicht, wie die Wrestler das machen, also die müssten gefühlt tot sein eigentlich schon, so viele geile Matches, wie die hatten, so viel, wie die sich weggefotzt haben. Aber du kannst bei New Japan einfach, deshalb liebe ich diese Liga auch so, du kannst von vornherein sagen, okay, das Match gucke ich mir an, das ist easy 4,5 Sterne plus. Ja, und das ist jedes Jahr so. Im Tokyo Dome beim Main Event kannst du jetzt in den letzten 2, 3 Jahren kannst du safe sagen, okay, das ist ein 5-Sterne-Match. Das brauche ich, kann ich mir ohne Bedenken angucken. Das Ganze bei Tanahashi gegen Okada, bei Nakamura gegen AJ Styles, kannst du das einfach im Vornherein schon sagen, das wird jetzt ein God-Match. Und hier ist es halt so, du kannst es vermuten, du kannst es hoffen, aber meistens hast du sowas einfach nicht. Also die WWE hat selten noch solche richtig geilen Matches, wo du da sitzt und dir nur denkst, okay, das ist jetzt irgendwie 4, 3 Viertel oder 5 Sterne. Ja, also ich fand schon, dass sie teilweise richtig geile Matches hatten in dem Jahr. Also generell kann man ja sagen, die Matchqualität ist natürlich super in der WWE mittlerweile. Also wenn man so überlegt, wie die vor ein paar Jahren war und jetzt, da hat man natürlich schon geguckt, okay, die haben schon einiges richtig gemacht. Natürlich, dass man NXT geholt hat oder NXT quasi neu erschaffen hat mit Triple H und so weiter und so fort, war natürlich ein großer Schritt für die WWE, weil letztendlich die In-Ring-Technik davon einfach nur profitiert hat. Das absolut. Also die In-Ring-Qualität ist wahrscheinlich so gut wie nie. Und es gibt auch keine schlechten Matches mehr, das muss man ja auch sagen. Also es gibt zwar keine richtig geilen, also keine richtig, richtig geilen Matches, also keine 5-Sterne-Matches oder so, sowas hast du bei der WWE einfach nicht. Aber du hast einfach konstant eine ziemlich gute Matchqualität. Selbst wenn du Raw guckst, da hast du jede Woche mindestens 1 bis 2 gute Matches. Was diese Woche Reigns gegen Rusev war zum Beispiel. Ganz Sami ordentlich. Zayn gegen Sheamus. Eben, ja, da hast du einfach, oder vorletzte Woche, glaube ich, Cesaro gegen Sheamus und Cesaro gegen Rusev. Das waren auch zwei sehr, sehr starke Matches. Also die WWE hat konstant
gute Matches, bei Pay-Per-View meistens dann noch sehr gute Matches, aber wirklich selten, vielleicht alle 3 Jahre, 4, 5 Jahre mal ein richtiges God-Match. Also du hattest dieses Jahr jetzt Nakamura gegen Zayn, du hattest das letzte, woran ich mich dann erinnere, wäre wahrscheinlich Punk gegen Cena von Money in the Bank oder so, oder zwischendrin mal eins ihrer, das eine Match von Raw bei denen vor WrestleMania 29, das war noch ein richtig geiles Match. Aber ansonsten, vielleicht letztes Jahr bei das Rumble-Match noch, also das Triple Threat-Match. Das habe ich 4 3/4 gegeben. Genau, also du hast jedes Jahr ein so ein Match, aber halt, ja. Ja, das, also ich glaube sogar, ich habe ja immer schon gesagt, New Japan hat die beste In-Ring-Qualität der Welt in Sachen Wrestling. Und das wird, denke ich, auch so bleiben. Also gerade wenn ich so lese, dass die wieder 2 5-Sterne-Matches rausgehauen haben. Und einige 4 3/4. Also das sagt schon einiges. Es ist halt einfach von mir jetzt meckern auf dem höchsten Niveau, da ich mich beschwere, dass ich bei der WWE 10 4,5-Sterne-Matches im Jahr kriege, aber keine 5-Sterne-Matches. Das ist einfach meckern auf allerhöchstem Niveau. Aber ich fand es halt einfach mal interessant, das anzumerken, dass halt die Qualität, also die Wrestler da sind, aber trotzdem selten so ein Match. Ich denke mal, das ist auch völlig normal quasi, wenn man das als New Japan-Gucker das so sagt, dass man da halt solche Erwartungen hat, wenn man so denkt, okay, es ist in der einen Liga möglich, ich feiere das so, und in der anderen Liga ist es eigentlich auch möglich, aber das klappt nie. Deswegen, ich habe nie so hohe Erwartungen, weil ich immer das Gefühl habe, okay, sie wollen nie manchmal ein 5-Sterne-Match wirken. Oder sollen es manchmal auch nicht. Genau. Was ich immer schade finde, dass sie es nicht machen. Ich hoffe irgendwann mal, dass wir mal, ja okay, 5-Sterne-Matches haben, habe ich schon teilweise schon verteilt, aber in mehr in WWE? NXT. Ach so. Aber nicht in der WWE jetzt. Warte mal, welches habe ich in der WWE 5 Sterne zuletzt gegeben? Ich glaube, das war wirklich Punk gegen Cena. Ja. Und davor war es dann Michaels gegen Undertaker. Ja. 2-mal in Folge. Ja, Undertaker gegen Triple H, das war für mich 4 3/4, also war nicht 5 Sterne für mich. Also 5 Sterne-Matches in der WWE kann man wahrscheinlich an 2 Händen abzählen, und bei New Japan-Matches, da habe ich wahrscheinlich die beiden Hände schon nur mit diesem Jahr voll. Allein Nakamura hat, soweit ich weiß, 2 von Meltzer gekriegt, aber ich fand, er hat noch ein bisschen mehr. Ja, gegen Kota Ibushi und gegen Tanahashi. Ja. Und Okada hat einige. Größtenteils gegen Tanahashi. Tanahashi hat bestimmt ein paar und so weiter. Also New Japan hat in Sachen 5 Sterne. Samoa Joe übrigens hat, soweit ich weiß, 3 oder 4. Ich weiß nicht ganz genau. 3. Gegen Kobashi, gegen Punk und gegen Styles und gegen Daniels. Ja, genau. Das waren diese 3. Also 2 bei Ring of Honor und 1 bei TNA. Genau. Das kann man so viel sagen. AJ Styles hat 1. Und viele, viele andere sonst haben nicht so viele 5-Sterne-Matches, kann man so sagen. Kaum noch einer bei der WWE jetzt, der jetzt heute da ist. Also Cena hat 1, Triple H hat 0, also so jemand zum Beispiel, oder Randy Orton hat keins, also ja. Ja. 5 Sterne sind schon was man nicht so easy erreichen kann. Das, ja, also Zayn hat für mich 1 natürlich, klar. Mit Nakamura, für mich zumindest. Banks Bailey hat es für mich. Und sonst. Aber wie gesagt, es ist halt einfach. Ich bin trotzdem glücklich über die Matchqualität. Also ich kann mich matchqualitativ eigentlich null beschweren in der WWE, das muss ich ganz ehrlich sagen. Selbst wenn mich jetzt mal ein Match enttäuscht bei NXT oder so, insgesamt bin ich zufrieden mit der Qualität der Matches. Wie es storyline-mäßig aussieht, ist gerade in den Main-Shows ein anderes Thema. aber matchtechnisch kann man sich meiner Meinung nach heute nicht beschweren, weil es ist einfach momentan der beste Roster der Welt und es ist der beste Roster aller Zeiten, jetzt WWE-mäßig gesehen. Ja, also die WWE hat auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Roster, ein sehr, sehr starkes Talentpool, wenn man an die In-Ring-Qualität denkt und wenn man überlegt, was man in den nächsten Monaten, Wochen, Jahren wahrscheinlich für Talente noch holen könnten. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Gerade mal überlegt, was wir jetzt aktuell bei NXT haben. Mit Joe, Aries, Bobby Roode, Almas, Nakamura. Dann auch in der Women's Division Asuka, Ember Moon, Bayley, die bald hochgeht. Im Main Roster geht's weiter. Dann mit Seth Rollins, AJ Styles, Cesaro. Man muss sich auch Kevin einfach mal überlegen, die Card vom letzten Jahr von Takeover Brooklyn sind fast alle so im SummerSlam
dabei. Ein Owens, ein Baylor, ein Banks, Baron Corbin ist nicht dabei, aber Baron Corbin war zum Beispiel letztes Jahr ein Teil. Corbin. Der wird doch bestimmt noch ein Match kriegen, oder? Ich glaube, der hat kein Match aktuell. Der hat doch die ganze Zeit seine komischen Backstage-Segmente mit Kalisto. Wer ist denn noch so alles? Die Ward Williams in der Kickoff-Show. Na, super. Blake und Murphy sind immer noch in NXT. Ja, die machen gar nichts. Genau, Bayley ist jetzt bald im Main-Roster, hat zum Beispiel ihr Match dieses Jahr verloren, letztes Jahr gewonnen. Bei Joe genau das Gleiche. Also Joe und Bayley sind die einzigen, die jetzt bei beiden Takeovers dabei sind. Und auch ihre letzten beiden Takeover Brooklyns sind. Kann man sagen, also wenn jetzt Takeover Brooklyn 3 sind, dann werden die, denke ich mal, nicht dabei sein. Nee. Ja, bin ich mal gespannt. Also sieht man schon, was NXT so geschaffen hat. Gerade auch in den letzten Jahren, also was da alles für NXT sind. Zum Beispiel jetzt der erste NXT-Champion tritt gegen den longest-reigning NXT-Champion, wie es Triple H in seinem Facebook-Interview gesagt hat. Was auch eine schöne Story ist. Und so weiter und so fort. Also und NXT. Den Women's-Titel drehen auch zwei ehemalige Women's-Championessen von NXT. Rematch von TakeOver Revolution fast, kann man ja sagen. Was auch sehr, sehr interessant ist. Also auf jeden Fall. NXT ist auf jeden Fall eine super Entwicklung. Und ja, Match-qualitativ kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren in der WWE. Also ja. Da. Natürlich können sie nicht mit New Japan mithalten. Das ist natürlich klar. Das will ich auch nicht sagen. Aber New Japan veranstaltet aber halt auch weniger Shows. Eben, das ist auch, was ein anderer Punkt ist. Also gerade jetzt, denke ich mal, nach dem G1 gönnen sich die Wrestler jetzt auch mal eine Pause. Ja. Was natürlich auch richtig ist. Gerade überlegt, fast jeden Tag Matches gemacht oder jeden zweiten Tag, egal wie es jetzt ist, aber das ist anstrengend. Ja, die WWE ist halt jede Woche da. Dafür verteilt das ganze Jahr starke Matches und dazwischen drin mal halt bei Pay-Per-View sehr, 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 sehr gute Matches. Und New Japan ist halt irgendwie jeden Monat mal da mit einem Großevent und hat da dann halt dafür dann immer ein Gottmatch. Eben, also es ist halt immer, also man kann ja auch New Japan und WWE auch nicht ganz vergleichen, weil sie erstmal einen anderen Stil haben und auch die Shows anders veranstalten. Ja. Wie jetzt zum Beispiel New Japan ist, glaube ich, immer 4. Januar Wrestle Kingdom. Das ist, glaube ich, der Tag egal, oder? Oder ist das immer verschieden? Nee, ist immer der 4. Januar. Ja. Und bei WrestleMania ist immer der Sonntag und das ist immer so abhängig, weil es ist Anfang April, mal ist es Ende März. Das ist immer verschieden, zum Beispiel jetzt bezüglich WrestleMania und Wrestle Kingdom. Und deshalb kann man das nie so ganz vergleichen. Also Wrestle Kingdom und WrestleMania oder New Japan mit WWE, das sind halt zwei verschiedene Stile. Jedoch ist New Japan in seinem Stil, würde ich sagen, gut, sehr, sehr gut sogar. Und WWE könnte es noch ausbauen in ihrem Stil. Gesamt gesehen ja. Aber die WWE, das Problem an der WWE im Vergleich zu New Japan ist, sie wollen einfach allen Zielgruppen gefallen. Das ist auch also das Problem. New Japan, in Anführungszeichen, hat es halt einfacher, weil die haben halt nur Wrestling-Fans da sitzen. Alte, klassische Wrestling-Fans, da wirst du halt einfach nichts erwarten, von wegen, ey, ich hoffe, Tanahashi cuttet jetzt die übelste 5-Star-Promo. Das erwartest du bei New Japan einfach nicht und deshalb haben sie es auch einfacher, wenn sie halt nur geile Matches zeigen müssen, als wenn die WWE muss gute Matches zeigen und die WWE muss sehr, sehr gute Storylines schreiben und die WWE muss sehr, sehr gute Promos schreiben und halten. Also die WWE hat dann schon ein bisschen mehr Dinge zu erfüllen als New Japan. Ja, aber letztendlich sollten sie sich auch so auf eine Zielgruppe ein bisschen fixieren und nicht so quasi, müssen die kleinen Kinder glücklich machen, müssen die Fußballfans glücklich machen, wir müssen die Wrestling-Fans. Tim Wiese, genau. Wrestling-Fans und so weiter und so fort. Man sollte sich auch nur auf die Wrestling-Fans konzentrieren und dann ihren Stil, also quasi mit Promos, Match-Stories und so weiter, fokussieren, weil das funktioniert meiner Meinung nach am besten. Wenn sie nicht so Mainstream-artig agieren. Finde ich zumindest so, also zumindest im Vergleich. Aber ich hoffe mal, vielleicht in den nächsten Jahren. Vielleicht sogar beim SummerSlam, was ich auch nicht glaube, bekommen wir mal ein richtig geiles 5-Star-Match. Von der WWE, nicht von der NXT, von der WWE mal serviert. Das wäre auf jeden Fall mal sehr, sehr schön. Mal sehen. Ich denke, dieses Jahr wird es nicht so sein, auch wenn wir potenziell mögliche Matches dafür haben. Ja, generell also, hat man immer so potenzielle Gegner, die das schaffen könnten. Ja, das ist halt wieder, da sind wir wieder bei dem Punkt, der die Diskussion angefangen hat. Wir haben die Match-Typ, also die Match-Ansetzung, aber daraus resultiert halt nie dieses Murder-Match.
Es resultiert ein vielleicht sehr, sehr gutes Match heraus, aber nie dieses eine Mörder-Match, wo du sagst, okay, das ist jetzt ein klassisches Match, wo du dich in 5 Jahren dran erinnern wirst. Eben, zum Beispiel, wo ich es auch am Anfang gemeint habe, zum Beispiel Ibushi gegen Nakamura, was der letzte ziemlich geil war bei Wrestle Kingdom, habe ich ja gesagt, das wird es nicht toppen, weil die WWE es nicht, denke ich mal, so hinkriegt, so ein geiles Match hinzubasteln oder sowas. Oder, beziehungsweise sie können es, aber sie setzen es nie ganz um. Oder auch Shinsuke Nakamura gegen AJ Styles, glaube ich auch nicht, dass es so geil wird wie bei Wrestle Kingdom. Ich hoffe es natürlich immer, aber ich glaube es nicht. Ja, da kann man halt nur sagen, es ist halt auch, vielleicht haben die auch zum Beispiel jetzt gerade mal, wenn man das Cruiserweight Classic sieht, vielleicht haben die da auch einfach mehr Möglichkeiten, dass sie einfach sagen, okay, wir vertrauen euch, wir haben euch gepickt, weil wir finden, ihr seid wirklich die besten Cruiserweights der Welt, also lassen wir euch mal machen. Und dann kommt halt sowas raus wie Cedric Alexander gegen Kota Ibushi. 4,5 Sterne. Genau. Was halt auch schon wahrscheinlich jedes Main-Roster-Match außer das Money in the Bank Ladder-Match und Kevin Owens gegen Sami Zayn in die Tasche steckt. Ja. Nur Zayn gegen Nakamura noch nicht. Ja, Main-Roster. Also, genau. Und das ist auf jeden Fall auch super. Also, man sieht natürlich das Potenzial. Und ich hoffe halt, dass wir mal so mal eine Phase haben. Ich erwarte jetzt auch nicht bei jedem Pay-Per-View ein 5-Star-Match, Nee. aber. Man will es aber trotzdem mal sehen, dass es mal passiert. Irgendwoher. Ja, es ist halt schon eine Zeit lang her, dass es mal so ein Match gab. Ja, 5 Jahre. 5 lange Jahre. Aber gut, ich würde sagen, wir haben jetzt sehr, sehr viel über Matchqualität geredet. Wir sollten dann jetzt zum Ende kommen. Ich will dann nämlich noch ein bisschen schlafen gehen, denn Der natürlich SummerSlam kommt bald. in 3,5 Stunden, 3,5 Stunden, ja, beginnt die Pre-Show um 11 Uhr. Und ja. Werde ich nicht gucken, aber wollte ich nur mal erwähnen. Ja, 23 Uhr geht die Kick-Off, genau. Nee, doch, Kick-Off-Show los, kann man Genau. sagen. Pre-Show. Und um 1 Uhr morgens geht SummerSlam, läuft 4 Stunden. Ich hoffe, die wird nicht 7 Stunden laufen, wie jetzt zum Beispiel WrestleMania. Ich glaube, WrestleMania die lief überziehen aber. 7 Stunden. Ich glaube auch, dass sie überziehen werden. Weil WrestleMania haben sie nämlich auch, ging ja auch um 1 statt um 2 los und dann haben sie am Ende bis um 6 Uhr gemacht. Ich glaube, das machen die beim SummerSlam auch. Ungefähr, ja. Aber NXT hat auch zum Beispiel ein bisschen überzogen, aber das war nicht Naja, schlimm. minimal. 10 Minuten vielleicht. Ja. Bei Obwohl ich gehofft WrestleMania habe, haben dass sie sie eine da auch Stunde gef. überzogen. Hä? Bei WrestleMania haben sie ja fast eine Stunde Ja, überzogen. das war krass. Also wo ich, gerade als wir die Rock-Promo gehört haben und dann dachte ich, hä? Das geht gleich zu Ende, oder nicht? Boah, das war so hässlich. Das war so, die Rock-Promo, die war, glaube ich, vorbei. Da waren wir, glaube ich, schon 10 Minuten oder so drüber. Alle waren schon im Arsch. Jonas und ich haben schon seit der Pre-Show zusammen geguckt. Wir haben irgendwie 7 Stunden insgesamt Ja, geskypt. ich hab erst bei WrestleMania angefangen. Und dann kam nach 6,5 Stunden oder so irgendwie WrestleMania schon, kam dann eine halbe Stunde lang Triple H gegen Roman Reigns. Boah, war das scheiße, ey. Ich wäre, glaube ich, locker eingeschlafen, hätte ich nicht mit euch geskypt. Ja, das war auch ganz gut. Also gerade bei einem Match habe ich wieder diesen Einschlafmoment gehabt, aber danach dachte ich so, vor allem, ich dachte mir so, okay, das Problem war danach, wie soll ich die Live-Review hinkriegen danach und noch zur Schule gehen? Das wusste ich auch noch. Stimmt. Ich hatte mir ja freigenommen. Ich habe es sehr klug gemacht. Ich hätte, glaube ich, auch ausgeschaltet, hätte ich keinen frei gehabt. Weil ich habe mir nur wegen WrestleMania freigenommen und hätte ich dann ausgeschaltet, wäre ich mir dumm vorgekommen, weil ich ja eigentlich nur wegen WrestleMania freigenommen habe. Und dann gucke ich nicht mal. Ja, eben. Deswegen habe ich es auch. Ich wollte es ja auch trotzdem gucken, weil ich WrestleMania, ne? Aber naja, gut. Die WrestleMania Review könnt ihr sowohl bei All About The als auch auf meinem Kanal hören. Also auf meinem Kanal die Live Review und auf All About The, den Kanal, den es ja immer noch gibt und wo die Reviews immer noch drauf sind, könnt ihr nochmal unsere Meinung nochmal hören. Und ja, da freut sich auf jeden Fall auch Jonas, dass er da das geguckt hat. Ja, Ja, ich genau. hoffe mal, wie sieht es beim SummerSlam? Ich würde sagen, SummerSlam wird NXT TakeOver Brooklyn nicht toppen. Würde ich mal so sagen, erstmal. Ich glaube, der SummerSlam wird aber gut. Ja. Also wie gesagt, wir haben es gerade angesprochen, haben wir eben gerade drüber geredet. Die Matchqualität ist in der WWE einfach immer ziemlich gut. Und wir haben relativ wenige Bullshit-Matches auf der Card. Und gerade so die letzten 4, 5 Matches klingen schon ziemlich stark. Also so Styles gegen Cena oder Baszler gegen Rollins oder Dean Ambrose gegen Dolph Ziggler. Also das klingt schon alles ziemlich gut. Also deshalb. Aber ich glaube, also bisher hat noch nie ein WWE-Event, ein NXT-Event getoppt. Ja. Und ich bin mal gespannt, ob sie es schaffen. Ich wünsche es mir irgendwo, dass sie es schaffen.
muss ich ganz ehrlich sagen. Dann würde ich mich freuen. Auf jeden Fall. Aber ich glaube es erstmal nicht, würde ich mal sagen. Und NXT TakeOver Brooklyn, ganz kurz zum Fazit zu kommen, war wieder ein super Event. Es war, wie ich schon auf Twitter geschrieben habe, ein Event, was nicht enttäuscht hat. Wie immer, also NXT kannst du einfach so schön gucken. Es hat Spaß gemacht. Natürlich gab es nicht, wo es jetzt sagen kann, okay, es gab jetzt ein klassisches 5-Sterne-Match, aber das denke ich mal, haben wir alle nicht erwartet. Und ja, es war super. 8 Punkte. Oder neun sogar fast. Aber Acht acht würde Punkte, ich ja sehen. auch. Es war eine Show, die man sehr, sehr gut weggucken konnte. Ich glaube, 2,5 Stunden ging sie im Endeffekt. Ja, wir haben ja live zusammen geguckt, geskypt, und nach den ersten zwei Matches haben wir ja schon gesagt, hey, jetzt ist schon eine halbe Stunde vorbei. Das ging ja ganz schön schnell. Ja, das Und stimmt auf jeden so Fall. ging das mit dem ganzen Pay-Per-View. Also der war im Nu vorbei. Es war kein Match scheiße, man konnte alles locker weggucken. Es war eine super Show, schöne Matches. Tolle Segmente mit Itami zum Beispiel und dazu tolle Entrances. Also es war eine insgesamt sehr, sehr starke Show. Ja, es war so gefühlt die WrestleMania von NXT TakeOver, von NXT quasi. Und es hat's erfüllt. Man hat auch teilweise dieses Feeling gehabt, wenn man so an die Entrance von Bobby Roode und Nakamura erinnert, hat man dieses Gefühl schon teilweise gegeben. Und es war super. Wir haben es zusammen geguckt und es war schön und es war nicht so zäh wie zum Beispiel jetzt WrestleMania tatsächlich. Ja, WrestleMania war aber auch scheiße. Genau. Ich habe da noch übrigens eine Umfrage bei meiner Live-Review gegeben. Wie fandet ihr NXT TakeOver Brooklyn? Könnt ihr natürlich gerne weiterhin beantworten. Aktuell ist es so, 57% finden es sehr gut, 28% finden es gut und 14% finden es mittelmäßig. Habe ich 0%. übrigens mit abgestimmt. Okay. Ich habe für gut gestimmt. Das hört sich auf jeden Fall gut an. Ja, schwach und sehr schwach hat keiner abgestimmt. Bei Twitter habe ich auch übrigens mal eine Umfrage gestartet. Kann ich auch mal ganz kurz mal. Ja, bei Twitter habe ich mit abgestimmt. Ja, bei Twitter habe ich auch mal eine Umfrage gemacht. Ich habe es ja in Live-Review zu dem Zeitpunkt auch schon mal gesagt, wie die war. Kann man jetzt mal ein kleines Update geben. Und zwar 56% fanden es sehr gut, 39% fanden es gut und 6% waren es mittelmäßig. Also man sieht schon, NXT TakeOver Brooklyn hat nicht nur uns beiden gefallen. Auf jeden Fall. Auch wenn man auf Cage Match so die Wertungen sieht, da ist es auch wieder eine sehr, sehr schön bewertete Show. Das Tag Team Title Match auch Match of the Night. Klar, ganz klar. Meltzer, ich habe den Wrestling Observer schon gehört. Meltzer hat die letzten drei Matches auch sehr, sehr gut gefunden. Also ich gehe mal auch von aus, dass so die alle drei so um die 4 Sterne bekommen werden. Und ja, hat wieder eigentlich jedem gefallen, die Show. Ja, ich würde wie gesagt dem Tag Team Match 4¼ geben, dem Main Event 4 Sterne und des Women's Match 3¾. Ja. Und danach kommt für mich Aries gegen Noe Rosé Rosé, und dann Root gegen Cien und dann halt Ember Moon gegen Billie Kay. Es war nicht scheiße, das Match, aber die anderen Matches waren besser. So muss es man war es halt mal sehen. einfach auch sehr, sehr kurz. Es war halt nur ein kleines Showcase-Match. Eben. Deshalb ist es auch jetzt nicht, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt sehr verwerflich irgendwoher. Und ja, deshalb, TakeOver Brooklyn war super, hat nicht enttäuscht und ich freue mich auf jeden Fall. Jetzt mal auf den SummerSlam, mal sehen, wie er wird. Ob er gut wird, aber ich freue mich auf jeden Fall die nächsten Wochen wie immer auf NXT. Ja, mal gucken. Genau, dann war es das mit der NXT Review. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Wie fandet ihr NXT? Fandet ihr es gut? Fandet ihr es schlecht? Schreibt es gerne rein. Unsere Meinung oder eure Meinung würden wir gerne in den Kommentaren wissen. Und ja, in ein paar Stunden geht es los mit dem SummerSlam. 23 Uhr Kickoff. 1 Uhr die Show. Ich werde die Kickoff-Show nicht gucken. Da werde ich, denke ich, mal ein bisschen Wrestler-Profile aufnehmen, die heute nicht kommen werden. Morgen wieder weiterhin, weil. Es kam ja heute ein bisschen was an Videos und ja, deshalb, wie gesagt, kommt das jetzt und die Live-Review wird dann wieder nach dem Pay-Per-View aufgenommen und dann denke ich mal wieder morgens so 6, 7 Uhr morgens irgendwann online kommen und ja, außer ich schlafe natürlich ein, aber ich denke mal nicht. Gut, hast du noch was zu sagen? Ich freue mich sogar tatsächlich auf den SummerSlam. Ja, das Und tue werde ich ihn auch. dann auch später live gucken, in 5 Stunden. Naja, genau. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr schön, hoffentlich. Ja, da würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ciao.